Eige Moje. Heut ist mal was ganz Besonderes für uns. Erstens, wir testen heute unsere Kamera zum ersten Mal. Da kann der Marco irgendwas drüber erzählen, weil für mich ist es nur eine Kamera. Und zum anderen sind wir zum ersten Mal in der Gegend um Köln unterwegs. Wir sind mal gespannt, was die Gegend da so zu bieten hat. Diese Stickchen innerhalb von Ida Oberstein in der Pfalz. So, okay, ich gebe mal das Wort an den Marco und ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Gucken. Guten Morgen, die neue Kamera, das ist die Insta360 One RS. Wir sind gespannt, wie die Aufnahme wäre und ich vor allem auch beim Schneiden, wie das alles so ist. Aber ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Gucken. Also, bis später. Ciao! Ausgelassen.
an der Stelle wollen wir der netten Dame arisch Danke sagen, wo auf der Burg Wadenstein, nee, Schloss Wadenstein, die Gästeführerin ist. Die hat uns unheimlich viel erzählt, ist eine ganz nette Dame und wir haben arisch viel gelehrt. Sachen erzählt, die ich noch nie gehört habe. Finde ich echt klasse und die macht einen richtig guten Job. Dort können wir übrigens von April bis Oktober hin und da ist auch offen und dort gibt es auch Getränke und dort gibt es auch kostenlose Führungen, weil das ist der Fall ihre Aufgabe und da können wir auch ganz viel lernen. Also ist wirklich arisch lohnenswert, dorthin zu gehen. Siehst du was? Was? Ja, und auch in die Kamera fahren. Siehst du, wo man denn? So, jetzt sind wir so kurz vorm Ende. Die Tour war echt genial. Und warum war die genial? Weil ein Highlight und eine Abwechslung die Anna gejählt hat. Also, wir haben zwei Burge, beziehungsweise Schloss und eine Burg. Auch wenn es drei Burge heißt, die dritte haben wir noch nicht gefunden. Es ist so unheimlich abwechslungsreiche Landschaft, also von offener Feldlandschaft über schmale Täler, durch Naturschutzgebiete, an kleine Bächelbachläufelchen vorbei. Zwar ein kleines bisschen Asphalt ohne in Kallenberg, aber das ist gar nicht so schlimm, das sind vielleicht 300-400 Meter. Das macht das Ganze eigentlich, das stört eigentlich gar nicht. Und ansonsten, ach, jede Menge Felsen, also die sind hier echt jede Menge. Vor allem die Kühner da in der Mitte, die müssen da echt unbedingt angucken, die sind einfach nur superb. Und ja, ansonsten gibt es halt nicht so viel zu sagen, außer dass ich halt durch die Anfahrt mit dem Zug halt auch eine gute Erreichbarkeit über ÖPNV, was ich meine. Genau, Bus und Bahn herrscht. Und ansonsten, ja, kann man auf jeden Fall so lassen. Und mir würde die Tour jederzeit empfehlen und ich denke auch noch Mollhaven. Ja, dann ist jetzt hier eine Tran, der fertig. Der wird wahrscheinlich nämlich ganz so viel zu sagen haben. Ansonsten wünsche mir echt noch ein schöner Tag und man sieht sich. Ciao! Noch eine kleine Sache habe ich noch zu sagen. Bei den Höhenmeter bzw. Steigungen sollte man ein bisschen Kondition mitbringen. Und vor allem da bei den Kirner Dolomiten definitiv Trittsicherheit für runter. Was arisch steinig und rutschig. So, und jetzt noch ganz liebe Grüße an die Zuschauer, an euch also. Und an die liebe Topper, ihr wisst es schon, sonst ist er beleidigt. Also, schöner Samstag, schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao.